Mit der Selbstliebe würde ich sagen, ist es genauso. Selbstliebe ist nicht lerne dich zu lieben, sondern verlerne wieder dich nicht zu lieben. Es ist nicht Selbstverliebtheit. Es ist nicht, ich sitze vorm Spiegel und mache mir Komplimente für meine schönen Haare und wie toll ich dieses Interview gegeben habe. Und auch Ilan, meinst du nicht bei so vielen Qualitäten, dass du dich lieb haben könntest? Wer redet so mit sich? Jemand, der mit sich ein Problem hat. Meine Definition von Selbstliebe ist, dich im gesunden Sinne in Ruhe zu lassen. Hör einfach mal auf, darum zu kreisen, ob du gerade gut genug bist. So viele Industrien, und ich zähle längst nicht alle auf, aber die Kosmetik, alle Medien, alle sozialen Medien, Frauen sind in den sozialen Medien viel aktiver und lukrativer als Männer, die gesamte Schönheitschirurgie, die gesamte Klamottenindustrie, alles ernährt sich nur davon, dass Frauen glauben, sie müssten sich verbessern. Ja.